Ja, Freunde, willkommen zurück hier auf The New Order bei Wolfenstein. Ah, yes, baby. Ah. Ich frage mich gerade, wie kann man... Ich bin gleich hinter Ihnen, Herr Blaskowitz. Steuern Sie das Ding! Ja, ich will aber nicht. Ich will aber gucken, wie ich hier aussteigen kann. Aber wir haben ja nur 800 Rüstung. Und damit kommt man ja nicht allzu weit. Wir haben es doch beim letzten Mal gesehen. Da hat es ganz schön den Arsch weggefetzt, ey. Hier ist auch nicht viel was zum Aufsammeln. Ich finde es so interessant. Ach, das ist er. Gut, wir haben sie jetzt hier rübergeschmissen. Warte, das wollen wir doch mal gucken. Scheiße, das kommt man da nicht mal hin. Da ist sogar eine Straße. Okay. Versuchen wir es nochmal so, weil das Ganze hinkriegen. Oder auch C. Mal um da oben. Wer ballert denn da? Ich sehe gar keinen. Ich schieße jetzt aber noch einen da oben rein. Ja, dass man das Ding da oben nicht runterholen kann. Na komm! Scheiße, man kann die Rüstung auch nicht aufsammeln. Ach so, wir gehen über die Trümmer drüber und die werden automatisch wieder eingesammelt. Okay, ich sehe das unten auch. Ich finde jetzt nur die Anzeige für die Rüstung und so weiter, finde ich jetzt nicht so toll. Man kann die da unten irgendwie mit diesem Menü, ja, bei der Tacho ist schwer. Da fliegt eine Rakete weg. Okay, wir Rüstungsteil haben wir nicht mehr. Ich kann mal hier reinlaufen. Schauen wir wieder. Oh, wir müssen hier raus. Okay. Dieser Mieser Sack. Nicht mit mir. Alter. Da schnuppern wir mal die Poperze, ey. Ja, wir laufen jetzt einfach mal über diese. Okay, wir können jetzt. Wir haben 800, mehr geht leider nicht. Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Wow. Aber. Den haben wir aber.
Rucksack, Licht aus! So, jetzt wollen wir einsammeln. Wollen wir einfach nur drüber laufen, finde ich ja mal geil. Es ist interessant, was für Krach diese Maschine macht. So, wir haben jetzt wieder 800 drin. Jetzt müssen wir auf jeden Fall da runter. Dann gehen wir mal da runter. Aber mehr geht leider nicht. Schon mal nachladen. Okay. Okay, wieder 6 voll. Alles klar. Mein junger Padawan. Bitteschön. Ja. Da kommt schon. Oh, der und seine Ausrüstung da. Finde ich total geil. Was mache ich denn hier? Komm mal hier. Der Alarm jetzt gleich. Da oben war jetzt einer oder war das jetzt da oben? Ich weiß es auch nicht mehr. Da müssen jetzt gleich müssen da irgendwo. Ich stelle mal wieder auf Raketendings um. Alter, warum da oben, Alter? Geht aber auf. Ruf halten. Ah! Sausack, Alter! Alter, nicht mit mir! Da oben ist auch noch einer. Okay, wir haben es geschafft. Geile Sache. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Mann. Hey, oh, Captain Jack, warte mal, ich brauche auch noch Rüstung. Ich kann nicht wenigstens mal hier rumlaufen, wo ich sonst nicht reingekommen bin. Ach. Mist. Wir schauen uns aber erstmal um hier. Okay, hier ist jetzt nichts. So, hier komme ich da wieder rauf. Scheiße. Ist. Ach, geh doch mal weg hier. Ist doch nichts, was wir einsammeln können. Ach, Mann. Brauchen noch ein bisschen Rüstung. Wir haben noch 40. Scheiße. So, komm. Und? Oh. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Ah. Oh, geil. Was zum?
Oh nein! Oh. Wie hat die das denn darüber geschafft, ey? Oh Mann. Wir hätten die echt alle hinten reinpacken sollen, anstatt in den Pickup, ey. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer abgefahrenen Physis unterschätzt, Blaskovic. Dati Schutt. Sagen Sie es mir. Wer sind die? Die Dati Schutt sind eine uralte mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Schutt entwickelt haben, ist allem, was sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, okay. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Aber wir können doch nicht einfach so losgehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen, oder? Dass der Tisch das aushält. Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Oh, Max hat riesige Bärenkräfte, du. Madame, ich bin ein Ingenieur, der Dati Schutt. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskovic, Sie helfen ihm dabei, ja? Alles klar, Herr Ober, Kommandant. So, Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blaskovic, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Könntest du mir mal sagen, wo ich das jetzt auftreibe? Ja. Ich frage mich, was Wie geht's dir? Organisation eigentlich genau. Der hat doch ein paar Schüsse abgekriegt. Ging es um irgendwelche übernatürlichen. Ja, und ich hatte eine. Aber anscheinend steht ihm zu gut. Der hat wahrscheinlich eine Rüstung aufgehabt. Ach, da ist unsere Süße. Unsere liebe Allah. Allah, ich liebe dich auch. Philosophie. Einem ja. Weg Gott durch Wissen. Giovanni. Giovanni. Rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. All die Dinge, die Charlottes Brief. Was haben wir denn unter Charlottes Brief? Ost-London, 4. Oktober 1948. Mein lieber Bobby, es ist Samstagabend und der Bombenangriff ist kaum vorüber, als ich mich hinsetzte, um dir diesen Brief zu schreiben. Ich bin auf dem Dach des... Moment. Hauses, wo die Hilfsfeuerwehr eine Feuerwache eingerichtet hat. Ich trinke eine Tasse Kaffee und rauche eine Zigarettchen. Und in meinen Ohren höre ich noch immer die Sirenen und das pfeifende Geräusch, das die Bomben machen, wenn sie vom Himmel fallen. Ja, man kennt es von dem einen oder anderen Film, ne? Moment. Heute habe ich es wieder mit, ey. Von hier oben kann ich ganz London überblicken und selbst in diesem übel zugerichteten Zustand ist es noch immer wunderschön. Alt und rau und grimmig, mein Zuhause und mein Herz. Ich danke dir für deine Briefe, Liebster. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wie viel sie mir bedeuten. Ich hoffe, mein Widerstreben... Nanu? Zu antworten. Hat dir keine Sorgen bereitet. Der Grund dafür ist, das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, dass ich dir keine Lügen auftischen will. Ich hatte Angst, dass dich meine Worte aufregen könnten, aber die Wahrheit ist doch besser als nichts. Meinst du nicht auch? Also, das ist die Wahrheit. London brennt, raucht, steigt aus der Stadt empor. Wie sollen die den Himmel davon abhalten, auf uns herabzustürzen? Die Nächte
Was? Die nächtelangen Bombenangriffe sind gnadenlos und jeden Tag verlangt uns aufs Neue alles ab. Um durchzuhalten und sich selbst an den kleinsten Strohhalm der Hoffnung zu... Jetzt geht doch mal hier. Ach, hallo. Dies ist aber auch hier, ey. Zu klammern. Wie können wir nur weitermachen im Angesicht solch brutaler Entschlossenheit, solch sinnlosen Mordens? Ich weiß es nicht, aber ich bin dankbar dafür, dass wir es tun. Ich bin noch immer voll Ruß. Ich kann den Rauch in meinen Lungen schmecken. Bäh. Sie sagen, dass Rauchen keine Löscharbeiten verrichten sollen. Sie dürfen nur bei der Kommunikation in mobilen Küchen und ähnlichen Einrichtungen helfen. Aber die Dinge haben sich geändert. Vor einer Stunde war ich in Canningtown, hier im Osten zu London. Die katholische Schule, weißt du noch? Die Schule war vor kurzem bei einem Bombenangriff schwer getroffen und wir haben versucht, das Feuer zu löschen. Es war, als hätte sich ein Tor zur Hölle geöffnet. Ich hielt den Feuerwerkschlauch zusammen mit Susi Tuckfield. Name, ey. Und ich sah, wie blutüberströmte Kinder durch die Asche und Rauch aus der Ruine stolperten. Ich hörte Kinderschreie aus dem Inneren der brennenden Schule. Ach mein Gott, verzieh doch nicht immer diesen Scheiß da. Einer meiner Kolleginnen, Brittany, okay, ging hinein, um ein kleines Mädchen aus dem zweiten Stock zu retten. Doch sie kam nicht wieder raus. Sie war so ein nettes Mädchen. Im letzten Monat haben wir 3 unserer Kollegen verloren. Alles gute Freunde von mir. Aber das Leben geht weiter. Es muss jede Nacht gehen die Leute aus der Nachbarschaft in einen nahegelegenen Bunker, den der alte William McKinley in einer Bar verwandelt hat. Die Leute kommen dorthin, um gemeinsam zu trinken. Sie singen und sich gegenseitig neue Kraft zu geben. Es ist schon seltsam, wie das Leben einfach weitergeht, als wäre nichts, während überall um was? Das ist immer ein komischer Satzbau, ey. Als wäre nichts, während überall um uns herum die Bomben niedergehen. Aber so sind eben die Londoner, nicht wahr? Letzte Nacht habe ich wieder von kleinen Johnny geträumt. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, glaube ich. Wir waren zusammen auf dem Jahrmarkt in Britain. So weit, so gut. Und wo wir immer im Sommer waren. Weißt du noch, ich kniete. Ja, jetzt kommt der Sache schon näher. Neben ihm am Rande des Piers und wir sahen hinaus aufs Meer. Ah ja, so nennt man das. Du standest hinter mir und es... Okay, es war so blau, Bobby. So blau wie ein funkelnder Schaffier. Und es war still und niemand sprach vom Krieg. Ich hielt meine Hand an Johnnys Wange. Er hatte eine Zuckerwatte und lachte laut, als er von einer sich brechenden Welle nass gespritzt wurde. Als ich aufwachte, konnte ich noch immer seine weiche Wange an meiner Hand spüren. Als wäre sie wirklich da. Ich habe lange geweint, Bobby. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Jo, das würde ich auch so sehen. Oh, da gibt's noch weiter. Wenn du nach Hause kommst, wenn das hier alles vorbei ist und wir wieder zusammen sind, möchte ich mit dir raus aufs Land ziehen, wovon wir immer geträumt haben. Auch wenn wir kein Geld haben, können wir es gemeinsam irgendwie schaffen. Ich weiß es. Ich muss jetzt gehen. Ich höre die Sirenen. Ich werfe diesen Brief auf dem Weg nach draußen in die Post. Ich verspreche, ich schicke dir mehr. Ich vermisse dich so. Bobby, komm wieder nach Hause. Liebe Charlotte. Ja, alles klar. So, schauen wir uns mal weiter um hier. Ursprünglich gedacht. Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht. Abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komme nicht mehr mit.
Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief, tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Okay, keine Angst, ich tue dir nichts. Alles okay mit dir? Pontus? Wohl bekommst. Eine Dose Bohnen. So. Tut mir leid, es ist nur. Mein Ehering ist weg. Ich bin so ungeschickt. Ich habe ihn verloren, als er zurückkam. Er ist nicht viel wert, aber er war das Einzige, was ich noch von ihm hatte. Mein lieber Sebastian. Oh Mann, Schweißgerät, Ring. Was noch alles? Könnt ihr denn auf eure Sachen nicht aufpassen? Warum könnt ihr die nicht selber suchen? Nein, das müssen wir machen. Jemand hat Hubschraubertechnik geborgt. Okay, alles klar, Blaskovic. Ja, dann finden wir jetzt mal den Ring und... Sah fast so aus wie ein Nick war kurz. Okay, ich krieg Gänsehaut am laufenden Meter hier, ey. Ist ja schlimm, ey. Ja, setz dich und heul, anstatt den Ring zu suchen, ne? Das müssen wir dann wieder machen. Nur geil. Oh. Renn, Blasco.